Zwei mutmaßliche Agenten mit deutsch-russischer Staatsbürgerschaft wurden am 18. April 2024 verhaftet. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft, verhängt zum Teil durch Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes. Ihnen wird vorgeworfen, US-Militärstützpunkte genau observiert zu haben, um später Anschläge auf militärische Transportwege durchführen zu können. Wegen der Brisanz und Gefährlichkeit waren neben einem mobilen Einsatzkommando, MEC, auch Beamte des Landeskriminalamtes Bayern und Polizeidiensthunde im Einsatz. Der erste Beschuldigte ist Dieter S., 39 Jahre alt. Ihm wird vorgeworfen, seit Oktober 2023 in Kontakt mit einem russischen Geheimdienst zu stehen. Er soll Sabotagepläne entworfen haben, also konkret Anschläge geplant haben. Sein Ziel dabei wäre, die militärische Hilfe aus Deutschland für die Ukraine zu sabotieren. Zu den ausspionierten Objekten gehört auch der Truppenübungsplatz Grafenwöhr, auf dem ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Dieter S. war den Nachrichtendiensten bekannt. Zwischen 2014 und 2016 soll er einer Miliz von russischen Separatisten in der nicht anerkannten Volksrepublik Donetsk angehört haben. Die Einheit wird inzwischen als Terrororganisation eingestuft. Der zweite Beschuldigte ist Alexander Jöter, 32 Jahre alt. Er soll spätestens seit März 2024 Dieter S. bei geheimdienstlicher Tätigkeit unterstützt haben. Der Generalbundesanwalt wirft ihm nun in der Sache geheimdienstliche Tätigkeiten vor. Innenministerin Nancy Faeser sprach davon, dass Sprengstoffanschläge verhindert wurden. Bei den Anschlägen hätten neben Militärs zahlreiche Zivilisten verletzt und getötet werden können. Nach bisherigen Erkenntnissen sollten zahlreiche Sprengstoff- und Brandanschläge stattfinden, sowie Angst und Terror unter der Bevölkerung in Deutschland verbreitet werden. Erst im März 2024 klagte die Bundesanwaltschaft einen Berufssoldaten der Bundeswehr wegen Spionage für Russland an. Er soll der russischen Botschaft ab Mai 2023 mehrmals die Zusammenarbeit angeboten haben. Die Festnahme erfolgte bereits im August 2023.